Hinweise ermöglichen auf Austräge aus der Deponie. Wie ist die Bewertung vorzunehmen? Ich hatte Ihnen gesagt, beim Grundwasser nicht mehr im Abstrom als im Anstrom drin. Wie ist die Bewertung bei der Luft? Wie macht der Toxikologe das? Da informiert er sich erstens einmal an der Hintergrundbelastung. Was haben Sie im Hintergrund jetzt an Asbestfasern drin? Und versucht gleichzeitig, das kann man bei den Asbestfasern, eine Risikobewertung für die Bevölkerung hinsichtlich möglicher Gesundheitsschäden vorzunehmen. Das sind also die beiden Wege, die man dort bei der Bewertung machen kann. Ich hatte vorhin bei der Abhilfe gesagt, Abdeckung. Hier würde ich das auch raten. Abhilfe könnte sein, eine sehr gute Seitenstütze natürlich, da müssen Schwundwände hin, das ist selbstverständlich. Es muss eine Abdeckung erfolgen. Und man kann das natürlich erreichen, neben einer Abdeckung mit Mineralstoffen, auch mit Planen. Man kann das aber auch durch einen Bewuchs hinbekommen. Und ich erinnere das noch sehr gut, wo wir das diskutiert haben. Ich war vor 4 Jahren, war ich in Altwarnbüchen und war entsetzt darüber, dass man da begonnen hatte, abzuholzen und das Gesträuch wegzunehmen. Das war natürlich das Schlimmste, was Sie machen können. Wenn Sie das nämlich machen, brechen Sie die Oberfläche auf und Sie haben die Chance einer Verwehung, was natürlich in keinster Weise überhaupt erwünscht sein kann. Dann noch ein ganz kurzes Wort dazu, zu den Asbesttransporten. Dort liegen Ergebnisse vor, aus 3 Versuchsfahrten, hin und zurück, 3 Versuchsfahrten, wobei das im Grunde genommen gar nicht auswertbar war. Es war überhaupt keine wissenschaftliche Aussage möglich und ich finde die Leute unheimlich mutig, die dann gesagt haben, das kann man machen, das ist überhaupt kein Problem. Also ich würde mir es als Wissenschaftler nicht zutrauen, eine solche geringe Fallzahl von solchen Versuchsfahrten im Hinblick auf Risiken, keine Risiken überhaupt zu bewerten. Das halte ich für völlig unwissenschaftlich. Und man kann das im Grunde genommen auch so nicht machen, wie das gemacht worden ist. Ich halte den Ansatz für völlig falsch, wenn man das vernünftig aufklären will. Dann muss man zum Beispiel diese Fahrzeuge in eine Halle reinbringen. Man muss sie dort unter den Fahrbedingungen, muss man diese Laster bewegen, man muss sie hin und her schütteln oder wie immer man das macht. Da gibt es Fachleute, die wissen das Thema besser als ich. Aber es kann nicht sein, dass ich mir Sonde unter die Plane halte und gucke, was ist da drin, sondern das muss wirklich auch vernünftig gemacht werden im Hinblick auf mögliches Abfallen von Material, was am Laster dranhängt und so weiter. Das würde ich immer machen in einer Versuchshalle und da würde ich dann eben solche Transportemissionen, würde ich dort eben auch versuchen herauszubekommen. Dann wäre eine Beurteilung wesentlich besser. Ich halte das, um es hier auf den Punkt zu bringen, möchte das aber jetzt gar nicht weiter diskutieren, aufgrund der großen Gefährlichkeit, zu der ich gleich komme, von Asbestfasern, möchte ich eigentlich nur aus meiner Sicht tolerieren, ein Transport in Big Bags und das muss natürlich abgestapelt werden in einer Halle unter größten Vorsichtsmaßnahmen und muss auch abgeladen werden unter den größten Vorsichtsmaßnahmen und sonst würde ich das nicht akzeptieren, weil ich immer bestimmte Risiken sehe, dass diese Fasern in die Luft gelangen und dort eben auch Probleme verursachen können. So, das nächste, ich möchte Ihnen etwas zur Toxizität jetzt der Asbestfasern berichten. Und ich finde, das muss man wissen, um eine vernünftige Einschätzung überhaupt der Risiken vornehmen zu können. Ich möchte aber für die Interessierten noch mal ganz kurz auf eine Literatur hinweisen. Also wer sich selbst mal ein bisschen belesen möchte, eine sehr, sehr gute Literaturstelle finden Sie in einem Handbuch für Umweltmedizin. Ich habe das hier mal mitgebracht. Das ist ein Handbuch für Umweltmedizin, herausgegeben von einem Herrn Wichmann, W-I-C-H-Mann, Herrn Wichmann. Und Herr Wichmann hat exzellent beschrieben, was die Toxizität dieser Asbestfasern jetzt überhaupt ausmacht. Also das finde ich ziemlich die beste Abhandlung. Das sind, warten Sie mal, rund 30 Seiten mit super Literaturhinweisen, gut verständlich geschrieben. Kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie dort mitreden wollen über die Giftigkeit dieser Asbestfasern. Also ist sehr gelungen. Ich sage es doch mal, Handbuch der Umweltmedizin. Geschrieben von Herrn Wichmann, Überschrift Staub und Staubinhaltsstoffe, Längsstrich Asbest, kann ich Ihnen nur empfehlen, da mal reinzugucken. So, nun zu dem Asbest, also ich weiß noch aus meiner Studienzeit, lang ist es her, war in den 60er Jahren, da galt dieses Asbest
als wäre ich hier reine Wunderwaffe. Ich weiß noch genau, Asbest galt als ein Mineral der tausend Möglichkeiten. Wir haben das also hochgelobt, das weiß ich auch genau im Labor. Das ist unglaublich. Aber wir haben dabei natürlich vieles vergessen. Dem Toxikologen heute würde das Messer in der Tasche aufgehen, wenn er da über diese Schwärmereien denkt, was das Asbest alles leisten kann. Eines sollten Sie wissen, es ist beispielsweise 70% der berufsbedingten Krebse kommen durch Asbest. Das müssen Sie sich mal vorstellen. 70% der berufsbedingten Karzinome werden durch Asbest verursacht und werden anerkannt. Das ist also ungeheuerlich. 70%, das müssen Sie sich einmal so durch den Kopf gehen lassen. Das Weitere, es sind aber nicht nur die beruflich Belasteten von einem Krebs betroffen, sondern auch die Normalbevölkerung. Und wenn ich daran denke, was ich als kleiner Junge gemacht habe, wenn ich Eternitplatten zersägt habe, um einen Taubenschlag zu bauen, wird mir heute noch schlecht. Also da wurden die Platten zersägt und gebohrt, das werden die meisten von Ihnen auch noch bestätigen können. Das war natürlich der helle Wahnsinn. Mit dem Ergebnis, und das mache ich kaum Ihnen erzählen, dass wir im Augenblick immer noch pro Jahr mit 800 Krebsfällen im Jahr zu tun haben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. 800 Krebsfälle in der Bevölkerung, da sind nicht die Berufskrebse mit drin, sondern alleine in der Bevölkerung 800 verschiedene Krebsfälle pro Jahr asbestbedingt. Und Sie sollten auch wissen, dass meistens die asbestbedingten Karzinome tödlich ausgehen. Das muss man auch wissen. Also das ist ein wirklich übles Zeug. Und das ist zum Beispiel jetzt so eingeordnet, dass wir im Augenblick davon ausgehen, dass es das gefährlichste Mineral der Erde ist. Das ist mal das Asbest. Ist auch anerkannt, das ist überhaupt kein Vertun. Asbest ist das wahnsinnig gefährliche Mineral, was eben eindeutig Krebs machen kann. Wir unterscheiden, das würde ich Ihnen auch nochmal sagen, zwischen Weißasbest und Blauasbest. Das wird immer so gewaltig hervorgehoben, als ob man sagen sollte, das eine zum Beispiel, das Weißasbest, das ist weniger krebserzeugend, Blauasbest ist viel höher krebserzeugend. Ich wäre da sehr vorsichtig in dieser Differenzierung. Toxikologen können das im Grunde genommen gar nicht bestätigen. Es geht von beiden Asbestarten geht ein Krebsrisiko aus, das ist feststehend und wir unterscheiden das inzwischen auch gar nicht mehr so genau. Entscheidend ist eines, und das wollte ich Ihnen nochmal mitgeben, bei den Asbestfasern haben Sie eine kritische Größe. Das heißt also Fasern, die länger sind als 5 μm, tausendste Meter, dass die dünner sind als 3 μm. Wenn Sie dieses Verhältnis haben, werden Sie extrem gefährlich. Länger als 5 μm und eben dünner als 3 μm im Durchmesser. Und Sie erwähnten vorhin, Herr Hack, die Fasern, die man heute nachmachen kann, das ist wohl richtig, man kann sie nachmachen, nur diese Asbestfasern, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, haben noch eine wahnsinnig unangenehme Eigenschaft, Sie können die noch weiter auseinanderdröseln. Das heißt also, aus dieser einen Faser, die so wahnsinnig gefährlich ist, können Sie tausend mehr andere Fasern machen. Das heißt also, die können Sie immer weiter noch aufdröseln. So fein ist dieses Material, kann man mit Kunststoffen nicht erreichen. Das ist eben das Problem dieser Asbestfasern, dass sie noch weiter aufdröseln. Für mich als Chemiker, ich bin von Haus aus Chemiker, ist immer wieder eines faszinierend. Dieses Asbestmaterial, das sind ganz simple Oxide, Sauerstoffverbindungen vom Silizium, Magnesium, Eisen, Aluminium, Natrium und Kalium. Das heißt also, eigentlich nichts Verfängliches, aber durch die Anordnung dieser Moleküle kommt es zu dieser wahnsinnig großen Gefährlichkeit. Die Eigenschaften haben Sie schon erwähnt. Die Eigenschaften von Asbest sind wirklich, wie gesagt, faszinierend, was man da alles mit anfangen kann. Sie brennen nicht und